Zeit hat man sich da also gelassen, als ob es kein Morgen gäbe. Die Pressefotografie ist ja eigentlich das Gegenteil. Da braucht man das Können und das Glück, im richtigen Moment abzudrücken. Erich Lessings Bilder gehören zum fotografischen Gedächtnis der Republik. Katinka Nowotny hat ihn 2005 für den Report getroffen. Vor 50 Jahren war Erich Lessing das letzte Mal hier, auf dem Balkon des Wiener Belvedere. Die Bilder des Starfotografen haben Zeitgeschichte gemacht. Hier, also beim Staatsvertrag, wollte ich ganz einfach nicht im Belvedere im Saal oben sein und dachte, naja, also Unterschriften habe ich schon genug bei allen möglichen Sachen. Schauen wir, wie es von unten ausschauen wird. Und so ist das eigentlich eines der wenigen Bilder, wo man das Belvedere sieht, nicht nur den Staatsvertrag. Ne? Als Erich Lessing 1946 aus dem Exil in Palästina wieder in seine Heimatstadt Wien zurückkehrt, beginnt für ihn ein spannendes Leben. Zusammen mit seiner Frau Traudl arbeiten sie für die amerikanische Associated Press. Seine Fotoreportagen erscheinen im Life Magazine und dem Paris Match. Er fotografiert die Mächtigen und die Künstler, wie etwa Herbert von Karajans Vorliebe für sein Privatflugzeug. Doch die Zeiten sind unsicher. Immer wieder werden Menschen in der sowjetischen Zone ohne ersichtlichen Grund verhaftet. Da war diese große Mordgeschichte in St. Peter in der Au, in Niederösterreich, wo eine ganze Bauernfamilie erschlagen worden ist und niemand gewusst hat, warum, wieso, waren es russische marodierende Soldaten oder nicht. Und wir sind ganz einfach nach St. Peter gefahren, um zu fotografieren. Sind natürlich sofort zu den Russen auf die Kommandatur gekommen und befragt worden für die Associated Press, was macht ihr da? Und die haben uns dann gesagt, fahrt's aus. Und wie wir dann nach Wien gekommen sind, haben alle gesagt, ihr seid völlig verrückt geworden. Ihr seid eigentlich, solltet ihr jetzt in Sibirien sitzen, 25 Jahre. Lessings Fotos sind einfach komponiert. Er zeigt die Kontraste des alltäglichen Lebens mit all seinen schönen und traurigen Seiten. Die Armen auf den Straßen von Wien. Die Jeunesse Dorée beim Pferderennen in der Freudenau. Österreichs Bergbauernkind auf dem Weg zur Schule. Auch die Mächtigen haben ihm vertraut. Das Leben war doch ein bisschen ruhiger, auch das politische Leben. Das heißt, man konnte noch einmal Leopold Fiege anrufen und sagen, sind Sie heute Abend im Urbanikeller, dann treffen wir uns. Ne? Das ist heute nicht mehr da. Heute reduziert sich ja so viel der Arbeit auf die Foto-Opportunity, Handshake. Please, Mr. President, another handshake, I missed it. Yes. Thank you, gentlemen. Und das ist es auch. Es ist der 14. Mai, ein Tag vor dem Staatsvertrag. Doch noch immer weiß man nicht genau, ob die Sowjets unterschreiben werden. Der sowjetische Außenminister Molotow kommt am Flughafen an. Doch dann lässt er die österreichische Bundesregierung im Bundeskanzleramt warten. Eigentlich sollte der Molotow in einer Viertelstunde da sein. Und die Spannung steigt natürlich, bis plötzlich der Fiegel sich umdreht und sagt, da kommt er. Dann haben wir gewusst, jetzt haben wir einen Staatsvertrag. Was war das Gefühl gegenüber den Alliierten? Raus, weg. Nur los wollen wir sie werden. Wir können die Gfriser und die Gfraster, wie heute der Andreas Kohl sagen würde, wir können sie schon nicht mehr sehen. In den vergangenen 50 Jahren hat sich viel geändert. Nur das sowjetische Denkmal für den unbekannten Soldaten gibt es auch heute noch. Der Stalinplatz heißt heute wieder Schwarzenbergplatz. Und statt des Alliiertenrates sitzt nun wieder die Industrie im prächtigen Palais. In seinem jüngsten Buch Von der Befreiung zur Freiheit hat er hunderte von Fotos zusammengestellt. Was ist für die Österreicher vom Staatsvertrag geblieben? Ich glaube, dieses bewusst aus der Weltpolitik ausgestiegen sein nach 800 Jahren ist noch immer oder ist sehr stark verankert. Wer braucht es? Wir fahren auf Cesolo. Nicht was völlig richtig ist. Leben, genießen. Wer braucht diese blöden Kriege? Was bleibt, ist die Erinnerung an einen glücklichen Tag und die Bilder von Erich Lessing.